Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild. Wir sind wieder in Ernstdorf, denn wir wollen hier mal versuchen, mal zwei Staaten an unsere Wiese. Das muss ich kurz mal Tobi, glaube ich, hier richten. Oh ja, kann das sein? Mal kurz einen Tobi-Test machen. Sieht aber jetzt wieder gut aus. Sieht so ganz on point, aber. Ja, geht schon. Wiesen. Was wir beim vorletzten Mal, glaube ich, schon versucht haben und wohl versagt haben, wo wir bei Nacht den kranken Wiesen erlegen sollten, der dann leider geflohen ist, was echt ein bisschen blöd gelaufen ist. Heißt aber, wir stellen mal wieder auf Nacht und fahren damit einen Quad. Mal wieder in Richtung Zone, wo das Wiesen sein sollte und wo wir es dann erlegen müssen. So, ja. Ach so, warte mal. Ja, komm. In der Minute sind wir dann auch da oben. Ist jetzt nicht so dramatisch. Nehmen wir das Quad. Fahren wir da hoch. Oh. Mein Geräusch will ich nicht machen. Und dann fahren wir. Und dann werden wir uns hoffentlich diesmal in der Zone erwischen und nicht außerhalb. Das ist echt doof, dass es nicht darin zählt, weil dann müssen wir es halt echt wirklich da irgendwie antreffen. Was jetzt nicht unmöglich ist, ne? Es war letztes Mal echt einfach Pech, glaube ich. Warte mal, ich fahre mal da zur Grenze. Wo ist er denn? Da. 1 Kilometer, ich werde das nicht wieder vorher anhalten, um das Tierchen nicht zu verschrecken. Hoffe ich zumindest. Aber letztes Mal, also ich glaube, ich habe das letzte Mal nicht verschreckt. Ups. Müssen wir erstmal die Straße finden. Weil ohne Straße wird es, glaube ich, eine Höllenfahrt. So wie hier am Baum. Aber da unten ist schon. Oh, Stein! Oh, das hat auch eine Offroad-Eigenschaft, ne? Unglaublich. So. Jetzt sind wir angekommen auf der Straße und jetzt können wir mal ein bisschen Gas geben. Und können da ganz easy hinfahren und unser Tierchen suchen. Ich hoffe, ich habe alles dabei, aber ich war, glaube ich, nicht auf deiner Map. Von daher müsste alles passen. Waffe müsste passen. Dann beten, dass wir es da drinnen treffen und auch tödlich erwischen, vor allen Dingen. So. Ich fahre mal so auf 300 Meter ran, da sollte eigentlich nichts passieren. Vor allem, weil wir ja nicht mal. Wir haben uns da den Rand markiert. Guck mal, hier bin ich auch geparkt, ne? An diesem. Da springt ein Reh ab. Ah, kam ich nicht zum Schuss. Oder springt noch eins? Springt noch eins. Ich sehe immer nur so braune Puscheln. Puschel, Puschel, Puschel. Wir fangen mit dem Reh an. Ein Reh zum Start, zum Warmschießen, würde ich sagen. Ja, Bahnhof, du kannst mich ruhig fahren. Oh, der Wind wieder, ne? Der Wind war doch gerade nicht so. Ehrlich. Unten an der Hütte war der nach Süden oder so. Kannst du wieder in der WhatsApp schreiben? So. Und ich sollte eins davon zumindest gleich kommen, oder? War das eigentlich beides weiblich? Ich habe es nicht so genau erkannt. Das zweite auf jeden Fall, beim ersten bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Aber könnte durchaus auch ein weibliches gewesen sein. Das heißt, ich werde einfach das erste schießen, was gleich angelaufen kommt. Wenn denn eins angelaufen kommt, das ist natürlich auch die andere Frage. Aber da kommt schon mal eins. Wo ist es? Da. Okay, lauf halt noch ein bisschen weiter. Ja, bleib hinterm Stein stehen wahrscheinlich. Bleib schön hinterm Berg stehen, wo ich dich nicht sehe, aber da ist der Kopf. Nee, nee. Geh mal weg mit Kopfschüssen. Das wäre ich nicht. Nee, ich mach's nicht. Das würde nur schief gehen. Dann kommen wir das lieber noch ein bisschen ran und lass das hier in den Berg runterkommen.
Ah, das andere ist auch da. Stehen bleiben. Wir hätten jetzt rein theoretisch den Warnton nutzen können. Dann wären beide stehen geblieben und ich hätte vielleicht beide sogar erwischen können. Aber eins soll für den Start auch erstmal genügen. Und wenn wir mal Richtung Wiesentplatz gehen. Ins Herz getroffen. Damit also direkt tot. Was haben wir hier für ein blödes Gebiet? Das sind auch Wiesente, oder? Sieht so groß aus hier, tatsächlich. Eine ganze Wiesentherde war hier wohl. Trabend. Eins auf jeden Fall. Das hier sind andere Wiesenter, ja. Das sind. Ist die ganze Herde gewesen, die hier unterwegs war. Ich hoffe, die sind nicht da hinten durchgelaufen, weil dann wird es halt schwer, das Verwundete zu finden. Wobei. Was heißt schwer? Geht so, ne? Es sind hier zwei Bedürfnisgebiete ineinander. Ein Fraßgebiet und ein Ruhegebiet. Auch mal interessant. Also müsst ihr halt beten, dass der Wind vielleicht noch ein bisschen nach Süden dreht und dass der nicht so voll da drauf steht, wenn wir gleich angekommen sind. Jetzt im Moment ist es nur seitlich, das geht doch halbwegs. Wobei wir fast von ein Stück weit rechts kommen müssen, weil links halt diese Klippe ist, ne? Also könnte schwer werden, aber ich werde es versuchen. Ich meine, wenn es einmal flieht, ist, glaube ich, der Radius von dem Gebiet ziemlich klein und zu klein, um es da drin nochmal zu erwischen. Das heißt, wir müssen es eigentlich schon von vornherein sauber und ordentlich finden, damit wir da eine Chance haben. Na gut, wir gehen erstmal grob Richtung Höhle gleich. Eigentlich können wir die auch schon mal markieren, oder? Weil, also ich stand ja letztes Mal davor irgendwo. Irgendwo davor stand das letzte Mal. Achso, ist da vielleicht die. Achso, ne, die habe ich markiert, genau. Sonst würde ich die auf der Map nicht sehen. Ich dachte gerade, ich markiere sie erstmal, damit ich die Meldung bekomme, dass ich in der Zone drin bin. Aber brauche ich ja gar nicht. Weil ich das schon erledigt habe. So, aber die Wiesente sind alle dahin gelaufen, ne? Alle in die Richtung. Oh, wenn wir da jetzt dann einfach 20 Wiesenpferden haben, ist das natürlich nicht so geil. Da müssen wir es auf jeden Fall vorher spotten, ob es wirklich das Kranke ist, was wir da haben. Nicht, dass wir auf ein Falsches schießen. Aber gut, letztes Mal, das war hundertprozentig das Kranke, das geht gar nicht anders. Das kann nur daran gescheitert sein, dass wir eben nicht in der Zone waren, was echt ärgerlich ist, aber better luck this time, würde ich sagen. Mal versuchen, ob wir es diesmal hinbekommen. Wenn wir Glück haben, machen die gleich so eine Biege nach rechts Richtung Brücke oder sowas. Vielleicht sind die da unterwegs. Und wir haben hier Ruhe vor denen. Weil was sollen die in der Höhle letztendlich? Das ist eh die Felswand. Da können die eigentlich gar nicht weiterlaufen. Heißt, rein theoretisch sollten die Richtung Brücke gelaufen sein und uns in Ruhe lassen. Ich hoff's. So, 300 Meter noch bis zur Höhle. Wind bewegt sich bis jetzt gar nicht, aber auch nicht zu uns hin. Von daher kann ich damit leben, solange der nicht in unsere Richtung kommt. Wenn er wegbleibt oder seitlich weht, soll mir das auch egal sein. Ich kann mal hier meinen Gerüstring erneuern. Nur zur Sicherheit. Sicher, sicher. Safety first, Freunde. Wisst ihr alle, ne? Safety first. Wir wollen das Wiesent hier diesmal richtig erlegen. Also müssen wir ein bisschen ruhig mal verschwenderisch umgehen mit den Klamotten, die wir haben. Wenn wir schon keine Koller haben, müssen wir halt uns anpirschen. Und da hilft uns natürlich der Geruchsneutralisierer bestimmt ein bisschen weiter, um letztendlich an das Tier näher ranzukommen. 220 Meter, aber ich. Ohne Witz. Guck mal jetzt, ne? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich muss halt von rechts so ein bisschen kommen. Richtung Höhle. Und dann steht der Wind da wieder voll drauf. Dann steht der Wind drauf. Und dann haben wir, ehrlich gesagt, wenig Chancen, glaube ich. Na super.
Da müssen wir gleich mal gucken. 200 Meter. Ja. Jetzt weht der Wind mich ja schon wieder dahin und hier komme ich auch nicht hoch. Und gleich kommt auch wieder diese blöde Stelle, wo man nicht hochkommt. Wo wir letztes Mal auch schon kurz springen mussten. Vielleicht haben wir es auch dadurch vertrieben, ich weiß es nicht. Das kann natürlich auch möglich sein. Ich werde einfach mal ab hier schon pirschen, oder? Schon mal bis hier in die Hocke gehen, 150 Meter. Sind wir zumindest auf der sicheren Seite, falls es irgendwo gleich ist, es uns zumindest nicht sieht. Geräusche machen wir gerade auch nicht. Sehen könnte uns rein theoretisch natürlich, weil wir so eine kleine Sichtkugel immer noch bilden. Aber ist nicht mehr ganz so dramatisch. Wind ist so lala. Da bin ich mal gespannt. Hauptsache, er steht doch diesmal wieder da an der Brücke, sag ich schon, an der Höhle. Oder davor irgendwo. Hauptsache irgendwo, wo wir es sehen können. Müsste es nicht hier irgendwo sein? Ich hatte das nicht in Erinnerung, dass hier so eine Anhöhe ist und ich dann. Ich kann ja quasi schon rüber gucken. Aber dann ist, glaube ich, die Stelle, wo ich letztes Mal nicht hochkam, ne? Gut, im Dunkeln erkennst du ja eh nichts. Das heißt, ich kann eigentlich nur den Weg hier außen rum wählen. Weil da in der Felswand komme ich nicht lang. Also müssen wir hier den Bogen machen und dann uns mal der Höhle annähern. Mal gucken, ob da wieder was ist. Oder ob wir vielleicht vorher schon in den Büschen hier wieder was laufen hören. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier rechts vorbeigehe, bin ich natürlich voll im Wind, aber ich habe keine andere Alternative, als hier außen rum zu gehen. So, das Ding haben wir letztes Mal durchquert, wo wir dann da hoch wollten und das nicht ging. Heißt, wir gehen jetzt direkt hier außen rum. Aber noch höre ich auch nichts. Ich glaube, letztes Mal haben wir das Wiesent ja hier laufen hören. Aber aktuell noch kein Anzeichen von irgendeinem Wiesent, was hier in der Nähe steht. Also weiter Richtung Höhle pirschen, 100 Meter. Vielleicht steht es da einfach noch, ne? Vielleicht steht es auch diesmal ganz woanders. Vielleicht ist das nicht so, dass es immer. Ne, es steht da wieder. Oder ist zumindest. Zumindest die Anfangsfährte ist da, aber ich sehe hier zumindest noch keine von dem. Lol, was ist das denn? Ich habe aber nicht die Dings ausgepackt, ne? Ne, ist noch nicht ausgerüstet. Das wäre auch was geworden. Hätte gleich vor dem Wiesent gestanden und hätte gedacht, ja, toll. Ne? Erstmal Revolver ziehen. Ist auch immer eine gute Lösung. Das wäre, glaube ich, schief gegangen ein bisschen mit dem Wiesent. Gut, dass wir vorher mal die Waffe abgecheckt haben. So, ich werde jetzt da ein bisschen hochlaufen mit den Hang hier und dann möchte ich da einfach seitlich mal gucken. Aber von da, wo wir kamen, waren keine Fährten. Hier sehe ich auch gar keine Fährte. Es muss eigentlich noch da stehen. Ja, letztes Mal hatten wir die Fährten halt gesehen, wo es halt gelaufen war. Ne. Ich dachte, ich höre was. Aber das war. Wieder nur eine Einbildung. Einbildung ist auch eine Bildung. Aber gehört haben wir nichts. Da steht er hundertprozentig. Wo soll es sonst hin sein, ne?
Wo soll es sonst hin sein? 50 Meter. Ja. Da ist es. Tja, machen wir jetzt einen Schuss sicher in die Lunge, ich würde es fast sagen, oder? Wir machen einfach einen sicheren Lungenschuss. Okay, ich glaube, er ist tot. Ich glaube, er ist tot mit einem sicheren Lungenschuss. Wie gesagt, hat er nicht kaum noch HP gehabt. Das heißt, diesmal sollten wir die Mission auf jeden Fall erfüllt haben, ohne hier wieder auf das Problem zu stoßen, dass uns das Viech aus der Zone abhaut und damit nicht zählt. Gott sei Dank. Hat also dann im zweiten Anlauf doch noch gut funktioniert. Und diesmal stand es einfach hier. Hat sich wahrscheinlich am Lagerfeuer verletzt. Oder hier schon. Spur untersuchen, tödlicher Treffer natürlich. Und dann ist es nur noch 2 Meter gelaufen und damit ist die Mission abgeschlossen und beendet. Boah, ich habe sogar fast die Lunge noch verfehlt, ey. Alter. So weit hinten sitzt die Lunge bei denen. Kannst du fast mittig draufschießen. Na gut, aber diesmal war es kleiner, oder? Oder es war sowieso schon down. Ich glaube, es war auch kleiner als letztes Mal. So, haben wir eine neue Mission bekommen? Ich glaube nämlich nicht, weil es, glaube ich, die letzte Bandari-Mission war. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich habe auch fast alle Steam-Achievements, außer eins. Bis auf eins habe ich, glaube ich, alle. So, ja. Gut, dann haben wir das halt erledigt. Jetzt haben wir nur noch andere Missionen offen, die wir jetzt so schnell, glaube ich, nicht mehr hinbekommen. Wildschwein bei Nacht mit 100 Kilo. Jetzt haben wir gerade Nacht. Wir können auch mal gucken gehen, ob wir ein Wildschwein auf die Schnelle finden, aber ehrlich gesagt glaube ich es fast nicht. Wir können es in meinem Petersheim versuchen, auf den Maisfeldern. Ob wir da irgendwie spontan einen Anfall von Schweinchen sehen in dem Bereich hier. Da sind ja manchmal welche vorhanden und nicht ganz so weit. Also vielleicht haben wir da Glück, auf das ein oder andere Schwein zu stoßen. Das wäre ja schon mal was. Lass uns das versuchen. Wir laufen los und da callt schon irgendwas. Weil ich nicht mehr tracken kann, weil es schon zu alt ist. Pech gehabt. Das war nix. Dann laufen wir mal in Richtung Norden, hier Richtung der Felder. Und schau mal, was da so geht. A brauchen wir ein Schwein und B muss das über 100 Kilo sein und C muss es Gold sein. Drei Kriterien, die es zu erfüllen gilt. Und wahrscheinlich wird keins davon zutreffen, wie ich mein Glück hier kenne. Weil meistens stehen die schon hier vorne in der Wiese drin, ne? Die stehen dann meistens gar nicht da ganz hinten auf dem Feld, und wenn auf dem Feld, dann sieht man die kaum. Weil die so winzig sind. Beziehungsweise die Maisstoppeln einfach zu hoch. Da können die sich super drin verstecken. Und dann noch im Dunkeln. Da erkennst du sowieso relativ wenig. Nämlich ungefähr gar nichts. Nur, ich sehe auf jeden Fall nichts. Aber wir nehmen gleich mal das Fernglas zur Hand. Das wird uns dann vielleicht ein bisschen mehr Aufschluss bringen. Mein Monitor spiegelt einfach so krass, ne? Selbst wenn, aber das ist, ich glaube, ich sehe in der OBS-Vorschau, sehe ich mehr als auf meinem Monitor, weil der Monitor matt ist. Oh, da ist aber auch nichts, ne? Ne. Da war erstmal nichts, aber hier kommt auch kein Call und nichts, also von daher glaube ich fast, dass hier keins gerade vorhanden ist auf dem Feld. Das heißt, wir überqueren das Feld einfach mal und gucken mal, ob auf dem nächsten Feld was ist, was aussieht wie ein Schweinchen. So, weil da unten auf der Wiese stehen die auch oft, ne, an dem. Ach gut, bei Nacht gar keine Chance. Bei Nacht siehst du da einfach gar nicht erst irgendwas, da ist einfach nur schwarz. Von daher müssen wir da nicht hingucken. Ich glaube, hier habe ich meinen 400-Meter-Schuss gemacht. Von dem Feld hier da unten irgendwo auf so eine Wiese rein. Oder ist das das Feld überhaupt? Oder das nächste Feld? Ich weiß es nicht. Eins von den Feldern auf jeden Fall. Ich glaube, das müsste das hier sein.
noch das nächste, ich habe keine Ahnung. Ist so dunkel. Erkennt man nicht wieder, aber irgendwo kann man hier auf so einen Hang gucken. Auf so einen Wiesenhang, wo die Sauen auch mal draufstehen. Und da habe ich meinen 400 Meter Schuss gemacht. Tödlich auf ein Wildschwein. Aber gut, da hat man auch unendlich versucht, weil die nicht weglaufen. Aus 400 Meter haben die keine Angst. Da habe ich dann irgendwann auch mal getroffen. Und jetzt callt da ein Rehlein. Vielleicht kriegen wir das noch. Weil ich pirsche mich trotzdem weiter in die Richtung, um dann da vielleicht auf den Hang da zumindest zu kommen. Ja, auf diese kleine Anhöhe, damit wir so ein bisschen Überblick haben über das Feld. Weil so werde ich das Reh auch erst sehen, wenn das 5 Meter vor mir steht und das steht halt voll im Wind. Was sich nicht groß ändert, wenn ich jetzt dahin hinlaufe, aber da sehe ich es ein bisschen weiter eventuell. Also schön weiter rufen. Und dann kommt es hoffentlich zu uns angelaufen und wir können es gleich erlegen. Auch wenn es kein Wildschwein ist und auch wenn ich keine Reh für eine Mission brauche, aber Tier ist Tier. Jetzt komme ich ja eh zu dem Punkt, wo ich langsam die Mission, wo ich ein bisschen stecken bleibe, weil 90% Ansitzmission oder Missionen, die nicht so einfach zu erfüllen sind. Heißt im Prinzip werden wahrscheinlich auch die nächsten Videos alle daraus bestehen, dass ich einfach nur jage. Spiel quasi durchgespielt. Oder zum Punkt gebracht, wo ich aktuell in den Videos auf jeden Fall nicht weiterkomme. Weil ich da zu wenig Zeit für habe, um da irgendwie Ansitzjagd zu machen. Ich habe auch keine Zeit, Ansitzjagd überhaupt zu machen, weil ich gerade für den Urlaub vorproduzieren muss. Da kann ich keine 3 Stunden rumsitzen und beten, dass ich da irgendwas beim Hostitz vorbeikommt und dass das passende Tier ist, was ich für die Mission brauche, um das ins Video zu packen. Deshalb machen wir einfach nur demnächst wahrscheinlich ein paar Hunting-Sessions, ganz easy peasy. Was kommt, kommt, was nicht kommt, bleibt weg. Und was kommt, wird natürlich erlegt. Wo ist das Reh hin? Ich höre es auch nicht. Ist es echt weg? Dann hat es auf jeden Fall ganz schön wenig gewarnt. Einmal nur. Bin ich bei dem Warnruf stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht. Toll. Hi Hase. Es kommt. Ich sehe es nur halt immer noch nicht. Es kommt von da, alles klar. Einmal umlaufen. Oh, toll. Toller Platz, aber aus der Entfernung geht halt auch der Lungenschuss durch beide Lungen durch und damit liegt es dann auch im Knall. Das Herz haben wir definitiv, glaube ich, nicht getroffen, das war deutlich zu tief. Aber beide Lungenflügel sind erwischt worden und damit auch das Reh. Und das soll es gewesen sein von dieser Folge. Wir machen den Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.